Und ich rede hier und rede hier und keiner hört mir zu. Ja, wir sind jetzt hier in dem Raum. Ja, irgendwie hakte da die Aufnahmetaste, aber es ist halt auch nicht viel passiert, Gott sei Dank. Ja, hier jetzt am Waffenschrank angekommen. Schauen wir mal, was der für uns Schönes bereithält. Nicht mehr viel, dann haben wir ihn geknackt. Wow. Viel mehr als ich gedacht hätte. Die zerlegen wir mal eben. Blei brauchen wir nicht. Den Blutbeutel brauchen wir an sich auch nicht. Na gut, ich wollte gerade sagen, ich höre die zumindest, aber ich sehe kein Messing-Trophäe. Kann auch weg. Ja, der Kochtopf. Ach. Ja, dann und sagt keiner, wie viel da. Keine Ahnung, wie viel da. Ah, wir wollten eigentlich noch ein paar mechanische Teile haben. Bin ich im Garten gelandet. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Eine Krankenschwester, die brauchen wir noch für unsere haben wir. Sehe ich auf Anhieb noch etwas Großes, Interessantes. Ist jetzt sowieso schon ziemlich spät am Abend. Oder jetzt also am frühen Nachmittag. Hier ist noch eine Frau Zombie. Ja, sie da hinten, die will ich auch noch. Mit denen muss ich anscheinend. Was soll das jetzt? Eine verweste Mutter. Na, die sehe ich jetzt hier irgendwie nicht bei. Da ist irgendwie nur so ein Zappeliger da vorne. Einkaufsladen. Oh, ein großes Theater.
Ja, also hier können wir uns auf jeden Fall noch richtig austoben in dieser Stadt. Glaube ich, keine Frau. Oh. Auf hinten aufpassen. Das könnte genau die sein, die wir haben müssen. Ah, naja. Bevor wir jetzt gleich hier noch sterben und unseren Rucksack wiederholen dürfen, würde ich sagen, lassen wir es dann doch lieber jetzt hier gut sein. Ach, da hinten ist der Friedhof. Oh, falsche Taste. Naja, aber ging ja noch gut. Auch keine Waffen oder irgendwas dabei. Uninteressant. Ja, morgen ist dann der 13. Tag. Das heißt, wir müssen morgen auf jeden Fall uns damit auseinandersetzen und beschäftigen, Holz zu sammeln. Das werde ich jetzt gleich schon mal ein bisschen machen. Also habe ich hier Sand abgebaut. Also bin ich schon ein bisschen hinterhergelaufen. Naja, gut, ich sehe keine. Die Lampe auch erstmal ausmachen. Müssen wir noch neue Batterien kaufen. Ja, aber ansonsten natürlich, wir haben wieder einige tolle Sachen gefunden, die uns auf jeden Fall sehr nutzen können und werden. Hier diese extrem steile Straße. Ob das wohl jemand wirklich so designt hat oder ob das wirklich hier zufällig generiert wurde, diese hohe Straße oder. Aber irgendwie ist das nicht. Ganz vernünftig, hätte ich fast gesagt, eine so steile Straße. So einen Weg, den kriegt man ja schon mit einem Fahrzeug gar nicht bewältigt. Würde ich jetzt mal behaupten. Mir fällt jetzt gerade keins ein, was so eine Steigung hochfahren könnte, die würden alle hinten noch rüberfallen. Keine Ausdauer mehr. Mann, Mann, Mann. Oh, Schwächlinge, wir haben. Schöner, schöner großer Baum.
Bei den nächsten. Ja, wir brauchen noch einige Holzstacheln, Holzspitzen. Können wir dann schon mal heute Nacht einiges nebenbei herstellen lassen. Es dauert natürlich auch erstmal einige Zeit, bis es dann soweit hergestellt wurde. So, Fallen. 24 Stacheln haben wir aber auch schon. Das ist schon ganz ordentlich. Den mache ich jetzt noch und dann werde ich mich Richtung Heimat begeben und die Bäume fällen, die vor unser Haus zu stehen, sofern da wieder welche stehen. Wir haben ja schon ein paar platt gemacht. Stimmt, und die Kartoffeln und die Aloe Vera. Je nachdem, was da jetzt an Erntegut dranhängt, die wollte ich dann auch einsammeln und dann innerhalb meiner Mauern einsetzen. Oh, Hunger und Durst. Der Magen knurrt schon. Wow. Doch, da ist jetzt einiges vor unserer Haustür gewachsen. Sieht sehr gut aus. Ah, kein Platz beim Inventar. Überall hängen nur zwei drin. Das reicht ja auch noch gar nicht. Ach, nutzen wir noch mal die Zeit, um hier den hatte ich ganz vergessen, dass ich da einen schief gestellt habe. Was denn hier passiert während meiner Abwesenheit? Das muss doch nicht sein, oder? Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Hier ist ja alles, wirklich alles angedatscht. Da liegt noch ein kleiner Stein, den kann ich nicht mal aufheben. Bestimmt irgend so ein blödes Reh einmal quer durchgelaufen oder irgendwie sowas. Hier auch. Ja, also in Ordnung ist das jetzt erstmal nicht. Tür zu. Und wir schauen mal, was haben wir denn schönes Papier. Ja, mechanische Teile. 6 Stück. Computerkomponenten. Den Rest habe ich den hier drin. Scheint so. Ne, die wollte ich, die elektronischen Teile. Ja, ansonsten für dieses Fach anscheinend nichts mehr dabei. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Ach doch, hier haben wir noch Kunststoff. Quatsch. Bisschen Medizin. Auch ein wenig Kleidung. Damit ist das Fach auch voll. Ich glaube, hier hinten hat man jetzt seine. Wird das unser neuer Kleiderschrank einfach? So. Essen. Das ist auch natürlich jetzt das Stichwort. Essen und Trinken müssen wir auch. Ja, und ich würde sagen, wir beenden dann auch diese Aufnahme und den Rest lagern wir beim nächsten Mal ein und beschäftigen uns dann ein bisschen wieder unten im Keller. Oder schauen wir mal, was wir sonst noch machen, um uns auf den nächsten Tag bzw. auf den 14. Tag noch so, wie wir uns dann noch so vorbereiten können.
Ich sage wie immer, bis dahin und tschüss.